Ja, die glaube ich jedes Mal die Zeit. Ich habe gesagt, wenn ich da rein will, mit einem anständigen Ballaballamarsch, da kommt sowas da raus. Was ist, wenn du kein Leid hast? Wir haben früher auch Musik gemacht. Ne? 20 Jahre lang, dann haben wir Noten gekriegt. So haben sich die Zeiten geändert. Ne? Früher war alles anders. Hol mal den Schnee, jetzt haben wir einen Haufen Schnee, wo man nicht brauchen. An der Weihnachten, wo man ihn gebraucht hätte, haben wir ein bisschen Rasenmähen. Ah ja, es ist doch wahr. Genau wie mit dem hohen Blutdruck. Früher, als junge Bube, wenn man junge, hoher Blutdruck gebraucht hätte, da haben wir ihn nicht gehabt. Ne? Heute, wo wir über 50 sind, wenn du da nur blöd guckst, platzt da schon die Kopfdichtung. Ne? Da. Also, Sanja, oder was kriegst du heute noch für eine Mark? Ne? Früher hast du ein Duplo, Safe, Wäschpulver, Butter, ein Duplo, Maß, hast du alles hier markiert. Ne? Heute haben sie überall Kameras stehen. Ne? Das ist vorbei. Mich ärgert das. Mich hat es die Woche angeehrt, wie ich mal Zahn abgebrochen habe. Da vorne, ganz vorne, am frische, weiche Brötchen den Zahn abgebrochen. Wo gibt's denn sowas? Habe ich da einen Zahnlück gehabt, habe ich so ein Toto-Gebiss gehabt, 1-0 ausgefallen, weißt du? Habe den Zahn verschluckt, nimm wegchen. Habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Bin ich bei der Zahnarzt, habe ich gesagt, hier mal, guck dir das doch mal an. Och, sag, das ist kein Problem, hast du denn noch? Sag ich, jo. Ey, geh mal nicht mehr. Sag ich, ist im Moment gerade schlecht. Ey, wieso? Sag ich, der ist auf Eis gelegt. Ach, da brauchst du doch nicht zu kühlen, da passiert ja nichts. Nee, sag ich nicht so. Anders. Schande verschluckt. Ah, hat er gesagt. Ey, wenn der Eisbär wieder aufgetaucht ist, komm ich noch mal vorbei. Sag dann viel Spaß beim Eiskratzen, ne? Nee, da. Das vorige Jahr war ja sehr erfolgreich mit Krankheiten. Schon alles gekriegt, was man kriegen kann. Anschließende Behandlung von Bandscheibe hat sich rausgestellt als Hinterwandinfarkt. Ich war sehr zufrieden. Ah ja, das metabolische Syndrom, ne? Bluthochdruck, Übergewicht, Cholesterin und Zucker. Beste Voraussetzung, habe ich noch nie gehabt. Ne? Nee, wie ich gebaut habe, habe ich die Voraussetzung nicht gehabt. Ne? Da habe ich sie gehabt. Habe ich im Krankenhaus gelegt, ruckzuck, Notfall, ne? Auf die Bridge, ab ins Auto, fort. Ne? Hast du nichts mehr machen? Reagierst du nicht mehr? Doktor hat gesagt, sie haben ein dickes Problem. Habe ich gesagt, das weiß ich. Sagt der 6 Bypass. Sagte ich, auf keinen Fall. Ich schlafe doch nicht 3 Jahre mehr mit Trainingsanzug da rum, ne? Wo der überall Reißverschluss hast und laufst rum wie so Adidas-Jogger, hä? Sagt er, sie haben gar keine andere Wahl. Oder sie müssen abnehmen. Er sagt, abnehmen muss ich. Ja, gut, ich verspreche es. Ich müssen versprechen. Ich habe alles versprochen, nur dass der mich doch gehen lässt, ne? Hat er mir so 3 Muffe gehuckt und die Stenz. Und da habe ich dem zählisch das Blaue vom Himmel versprochen. Wie früher beim Nikolaus alles versprochen, nur dass er nicht den Arsch gehauen kriegt. Verstehst du? Ja. Sagt er, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, wir sind bei So ist es. Da habe ich dann noch 2 Tage im Krankenhaus gelegt, da hatte man noch ein bisschen die Zündung eingestellt. Und dann ab in die Reha. Ne? Reha, ne? Das ist keine Kur wie früher. Kur, von wegen Kur. 6 Wochen rumleihe und faule. Ha. In der Reha musst du richtig mitschaffen, da warst du abends kaputt. Da war gar keine Zeit mehr für Kur. Ja. Ah ja, da hast du früher hast du noch mit so einer Kurschattenversicherung gemacht, geh unbegrenzt die Deckung. Ne? Die kannst du da halt sparen. War da ganz in der Nähe von der Pfalz. Tolles Haus, muss sagen, ärztliche Betreuung top, therapeutische Betreuung top, Essen gruselig. Ich meine, abnehmen war klar, ne? Das habe ich mir ja vorgenommen. Da rappelt der Telefon. Das habe ich mir ja vorgenommen, dass ich will abnehmen. Ne? Da haben die gesagt, 20 Kilo runter, gesagt, ich muss noch 20 machen, hat er gesagt. Habe ich gesagt, soll ich mal noch ein Bein abmachen oder was? Ah jo, man kann doch nicht alles auf Emo. Wenn ich Hunger habe, sieht keiner. Wenn ich esse, sind sie alle. Ne? Ich meine, da war alles schön. Die haben ja 3 Abteilungen gehabt. Emo für die Herz-Kreis-Gefäß-Patienten da. Dann für die Bandscheibe-Rückvergietungen. Und orthopädisch. Ne? Und dann noch die, wo, sagen wir mal, wo als Kind die Schaukel ein bisschen nah an der Hauswand gestanden hat. Ne? Ungefähr. Ne?
hast du da Leute kennengelernt? Da war einer dabei, der war so lange, ne? Der hat so Figur gehabt wie der Ex-Gesundheitsminister Storm da, ne? Der war auch nur so, der hat die Kleider bei H&M geholt, ne? Bei Hager und Mager, weißt du, so. Ah ja, das hat der Storm jetzt gefunden, dass er nichts gegessen hat, Chance hat sie müssen essen, sonst fallen sie durchs Raster. Jetzt ist er durchgerutscht, ne? Ja. Peter Altmaier, dem passiert das nicht, der platzt vorher, ne? Nee, es ist schlimm. Es ist schlimm, dass man so handeln muss. Und der Lang, wo ich da bei mir gehabt habe, der hat an mir gehangen wie Kletsch, wenn mir vorkommt wie Streichel so, ne? Der hat gemacht, jo. Und wenn wir dann die Turnübung gemacht haben, der war immer hinter mir. Und der war so horisch und der hat noch Schweiß gerochen. Ach. Dann eben haben wir eine Übung gemacht, da haben wir ineinander gehangen, da hat der sich so in mich verkeilt, daher, da habe ich gemerkt, der Pudel im Schwitzkasten. Ne? Und dann habe ich einen Abheimer gehabt, der hat zusammen mit mir Diät gemacht, der Karl-Heinz, und wir haben uns versprochen, dass wir uns gegenseitig helfen. Ne? Jetzt hat Gerda mir jeden Tag was mitgebracht, zum Beispiel, ich wäre nächst Vegetarier geworden. Ne? Aber Gerda hat mir als mitgebracht, da war als Schwein drin und dann habe ich Schwein gehabt. Ne? Dann hat es gegangen. Ne? Ja, und der Karl-Heinz, wir haben gesagt, wir helfen uns. Jetzt ähnlich hin ist das, habe ich außer der Reihe Rohschwurst gegessen und habe ihm nichts gesagt. Ne? Morgens habe ich gesagt, Karl-Heinz, muss da was geschehen, schon gehst du Rohschwurst gegessen. Du Verräter, hat er gesagt. Du Verräter, ich faschte mich da ins Koma und du echte Rohschwurst. Geh, stoß mal auf, dass ich nicht wenigstens Emo rieche, hat er gemacht. Stand er ja. Haben wir eine psychologische Betreuung gehabt? War klasse, war gut. Ne? Kommt der rein, sagt der Herr Doktor, ich glaube, ich bin ein Hund. Hat er gesagt, dann huck ich mal auf die Couch. Sagt er, das darf ich schon nicht. Da lehrst du Leute kennen. Das ist ein Hammer. Ne? Das ist ein Hammer. Ne? Also, sagen wir mal, das Zimmer, wo ich gerade war, war so nicht schlecht, ein bisschen hellhörig. Ne? Ich habe immer gesagt, es ist ein Stasi-Zimmer. Wenn der oben drüber von seiner Freundin Besuch gehabt hat, habe ich immer gemeint, da wäre der Kalopper des Jahres ermittelt. Ne? Die mit ihren Stöckelschuhen da drüber getrabt. Dann habe ich die ersten vier Tage kein Bad, kein Dusch gehabt, nichts. Und wie ich dann nachher Bad gehabt habe, das war so eng wie eine Grumbierkiste. Weißt du, so Quadratmeter, mehr war das nicht. Aus der Dusche raus, abdruckle. Und jedes Mal, wenn ich mich abgedruckelt habe, habe ich mit dem Poppes hinten im Handtuchhalter gesteckt. Habe ich gedacht, was ist denn das da? Jetzt war das noch so ein Teleskop-Handtuchhalter, weißt du, wie so Antenne. Jedes Mal bin ich dann vor, habe ich wieder unter der Dusche gestanden. Verstehst du? Ich hätte den ganzen Tag nichts können machen wie Dusche. Wie ich dann raus bin, habe ich mich aufs Bett gelegt, war es Gerda noch da gewesen. Und an dem Tag war mir morgens wandern, habe ich mir den Fuß verstaucht. Ne? Habe ich zum Gerda gesagt, Samu, ich habe mir den Fuß verstaucht, da hinten leider ein Eisbeutel, hol ihn mal, lehn ihn mal da drauf, wo es dick ist. Hat es mir auf den Bauch gelegt. Ne? Nee, da wärst du doch verreckt. Und jetzt mache ich langsam. Ich habe gesagt, solange wie mein Chef so macht, dass wenn er mich anständig bezahlt, so lange mache ich ja, als wenn ich was verdienen werde. Ne? Nee, die verarschen uns doch. Am besten habe ich gesagt, hol dir eine Tablette und geh spazieren. Denn mit mir muss man rechnen bis zum Schluss. Alle hopp. Dankeschön. Unser Hausmeister Willi Joost. Dankeschön. Und Willi, die Woche kann ich irgendwie an dich denken müssen. Da hat beim SR3 im Wunschkonzert einer angerufen, der hat gesagt, ich wünsche mir für meine Schwiegermutter, die gerade im Krankenhaus liegt, von Ich und Ich das Lied So soll es sein, so kann es bleiben. Das ist ja schön, ne? Ist ja anständig, da steht ja wenigstens dazu, ne? Die Woche bist du übrigens, kann ich mir an dich auch denken. Ne? Ehrlich? Jo, ich habe 5 Meter breiter Schirm gesehen von einer Werbefirma. Ne? Da hat nur noch der Stab gestanden. Ich denke, das sieht aus wie die Björn da. Ne? Unser Hausmeister, ein Dreifach von Andes. Saarbrücken, alle! Ha! Alle! Ha! Alle! Ha! Alle! Ha! Jetzt aber!